So, heute sind wir mal nochmal in heimischen Gefilden unterwegs, weil es herrscht ja nach wie vor Reiseverbot. Und vor kurzem waren wir hier in Losheim am See und haben hier eine kleine Rundwanderung um den See gemacht. Und heute wollen wir euch mal den Stellplatz Losheim am See vorstellen. Gell, Schatz? Ja, also Losheim ist ja bei uns wieder ganz, ganz heimatnah. Und in Losheim sind wir eigentlich sehr oft. Auch in der Woche, sage ich mal, ist es immer ganz schön, auch wenn man morgens auf Arbeit muss. Aber wir haben es öfter schon so gehandhabt, dass man einfach zu Hause raus wollte. Ja. Und ist dann, wir waren ja schnell da, 20 Minuten haben wir dann hier übernachtet, konnten abends schön um den See gehen, konnten damals noch, letztes Jahr, noch was Leckeres essen da unten. Ja, also Losheim ist immer ein Besuch wert, würde ich sagen. Es ist ein wunderschöner Platz, auch mit vielen Wanderwegen und eine fantastische Sicht überall in die Natur. Ja. Ja, würde ich sagen, schauen wir okay, mal. Okay, dann stellen wir mal den Platz mal vor. Der Stellplatz Losheim am See ist ein gebührenpflichtiger Stellplatz und hat Platz für 10 Mobile. Die Übernachtung kostet 6 Euro und das Parkticket muss am Parkautomaten gezogen werden, der sich am Holiday Clean befindet. Ver- und Entsorgung sind im Übernachtungspreis enthalten. Der Stellplatz ist ganzjährig geöffnet und ist in Seenähe. Die Ver- und Entsorgung befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Stellplatz. Hier fährt man über den Kanaldeckel und lässt sein Grauwasser ab. Direkt daneben befindet sich die Holiday Clean Station. Dort kann man seinen Chemie-WC entleeren und spülen. Frischwasser wird auch an der Holiday Clean Station entnommen. 80 bis 100 Liter kosten 1 Euro und 8 bis 10 Liter ca. 10 Cent. Alles wird gemünzt. Die Zufahrt zur Entsorgungsstation ist großzügig gestaltet. Es befinden sich 2 Steckdosensäulen auf dem Platz mit jeweils 4 Steckdosen. Der Strom kostet 50 Cent für 1 kW und muss gemünzt werden. Die Steckdosen sind mit 16 Ampere abgesichert. Zur Freizeitgestaltung, wir sind hier direkt am Tor zum Hochwald und hier gibt es jede Menge Traumpfade, die man erkunden kann. Hier direkt am Platz geht der Hochwälder-Traumpfad los. Im Ort selber gibt es ein Eisenbahnmuseum. Losheim selber bietet viele Einkaufsmöglichkeiten. Dort gibt es einen Supermarkt und diverse Bäckereien. Direkt gegenüber vom Stellplatz gibt es auch ein Restaurant und 2 Hotels. Wenn mal die 10 Plätze belegt sind, hat man immer noch die Möglichkeiten, das seht ihr ja hinter mir, da gibt es noch einen Wiesenparkplatz, dort kann man sich auch hinstellen. Nur muss man dort autark stehen, da gibt es dann keinen Strom mehr. Die Platzvorstellung ist nun zu Ende und was man als Fazit sagen kann, es ist ein sehr schöner, ruhiger Platz. Und wenn man das Fahrzeug Richtung Hochwald stehen hat, dann steht man hier mitten in der Natur. Und zum See ist es auch nicht weit, wenn man mal abends noch einen kurzen Spaziergang machen will. Gell, Schatz? Ja, und was noch dazu zu sagen wäre, dieser Platz hier hat das ganze Jahr über geöffnet
Und das Schöne ist halt eben wirklich, man geht nur über die Straße und ist direkt am See. Und es gibt auch wirklich viele Möglichkeiten einzukehren. Und also drei ganz große hier und die sind wirklich alle drei super gut. Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt gesund. Und Servus.